Befindest du dich gerade in schwierigen Lebensumständen? In einer Phase, die irgendwie ausweglos scheint? Wo Schwierigkeiten und Probleme sich überhäufen? Und wo du eigentlich den Eindruck hast, du stehst vor dem Prellbock? Es geht nicht weiter. Du hast keine Möglichkeit. Du stehst wirklich vor der Wand. Ich habe ein Wort vom Herrn für dich, wenn es deine Situation ist. Und das Wort heißt: Die Story ist noch nicht zu Ende. Die Story ist noch nicht zu Ende. Wenn wir das Leben von Josef anschauen in der Bibel, dann merkst du, dass eine Abfolge von Katastrophen sein Leben geprägt hat. Und dass er wirklich in einer Situation sich irgendwann befand, die absolut hoffnungslos war. Ohne Leute, die sich an ihn erinnert haben, ohne irgendwelche Freunde, ohne Verbündete, war er im Gefängnis unter schwerer Anklage und er hatte nicht im Entferntesten die Möglichkeit, in dieser Lebenszeit herauszukommen. Und doch hat Gott eingegriffen in dem Punkt, wo es wirklich am dunkelsten war. Oder denk an David, der verfolgt wurde, der flüchten musste, der sich in schwerster Bedrängnis befand. Und der mehr als einmal wirklich unter akuter Lebensgefahr stand, obwohl Gott ihm große Verheißung gegeben hat. Für ihn war es auch Situationen, wo er meinte, ich bin am Ende. Und doch, wenn du die ganze Geschichte liest, dann merkst du, dass Gott aus dieser Not heraus etwas Wunderbares getan hat und einen mächtigen Durchbruch geschaffen hat. Und ich glaube, dass das auch für dich gilt. Ich glaube, dass Gott dir sagt: Deine Lebensstory mit mir ist noch nicht zu Ende. Auch wenn deine Situation schwierig ist, auch wenn deine Probleme dich zu überwältigen scheinen, bleib an mir dran. Klammer dich an mich. Wir werden zusammen da durchgehen und wir werden einen mächtigen Sieg in deinem Leben erringen. Ich glaube, dass Gott dir zuspricht: Deine Story ist noch nicht zu Ende. Und ich glaube, dass Gott dir zuspricht, dass er viel mehr für dich hat.